Eigentlich wollte ich euch heute mein erstes Video aus der zweiten Staffel vorstellen. Und diese zweite Staffel haben wir auch gedreht, letzte Woche, 2 Tage lang. Dann habe ich das Ergebnis gesehen und ich war total unzufrieden. Es hat mir alles nicht gefallen. Der Hintergrund und die Dekoration, Maske war super, ich sah viel besser aus als heute. Und ich habe mir vor allem selber nicht gefallen. Ich habe mir das angeguckt und habe gedacht, ich bin so pushy, es war zu schnell und belehrend und irgendwie nicht nahbar. Und das bin ich gar nicht. Und dann habe ich beschlossen, die komplette zweite Staffel einzustampfen. Und dann habe ich gedacht, jetzt werde ich so tun, als wäre nichts passiert, weil mir das natürlich auch unangenehm ist. Ja, ich habe es nicht gut gemacht. Und hatte vor, nur einen kleinen Post abzusetzen bei Facebook, zweite Staffel verzögert sich. Und dann habe ich gemerkt, weißt du, das ist nicht, wofür ich stehen will. Und alles in meinem Umfeld und in meinen Seminaren, was ich versuche rüberzubringen, ist zu sagen, sei echt, sei authentisch. Wir haben schon genug Leute in der Welt, die geleckt sind und nur die beste Version ihrer selbst zeigen. Und ich will so gar nicht sein und ich glaube, das ist auch nicht, was irgendjemand sehen will. Gerade in diesem Umfeld, in dem wir hier ja sind, in diesen sozialen Medien, wo es so leicht ist, immer nur die geschönte und die beste Version seiner selbst zu zeigen. Und ich möchte ein Mensch sein, der steht für Ehrlichkeit, für Echtheit, für auch dafür, dass nicht alles gelingt. Ja, auch dafür, dass wir auch scheitern. Und ich bin gescheitert mit meiner zweiten Staffel. Es hat nicht funktioniert. Es ist nicht gut geworden. Nicht gut genug. Und das ist okay. Ja, und das ist das, was ich auch vermitteln möchte, dass es viel wichtiger ist zu sagen, sei natürlich, sei echt, sei du selbst, als sei perfekt und zeig nur die beste Version von dir. Und deshalb sage ich dir heute, ich habe es nicht gut gemacht und die zweite Staffel kommt irgendwann, hoffe ich. Ich weiß nicht, wann ich sie aufzeichnen kann, weil mein Terminkalender so voll ist. Und deshalb kann es sein, es dauert noch ein paar Wochen oder sogar Monate, bis wieder Videos von mir kommen. Aber bis dahin nehmen wir uns doch einfach alle vor, alle, die Lust haben mitzumachen, echt zu sein. Und auch darüber zu sprechen, was nicht funktioniert. Und auch über unser Scheitern zu sprechen, über unser Versagen, über unsere Niederlagen und nicht nur über die Highlights und die Erfolge. Die sind auch schön, aber das ist halt nicht alles. Es ist nicht das ganze Leben. Und ich glaube, wir lernen eben auch aus unseren Niederlagen. Wir lernen aus dem, was wir nicht hingekriegt haben. Wenn wir damit offen umgehen, wenn wir damit gut umgehen, dann können wir uns entwickeln als Menschen. Und wir schaffen Nähe. Ich glaube, dass wir immer, wenn wir auch darüber sprechen, was wir nicht können und wo unsere Grenzen sind, und wo wir Niederlagen erleben, dass wir Nähe aufbauen können zu anderen Menschen. Vielleicht hast du Lust mitzumachen und auch ehrlich zu sein und offen zu sein und das einfach zu leben und in die Welt zu tragen. Erfolge kommen auch wieder und wenn Niederlagen kommen, dann sei sicher, du bist ein wundervoller Mensch. Du bist geliebt, du bist großartig, so wie du bist und Scheitern ändert daran überhaupt nichts. Also lasst uns echt sein und das Leben feiern und irgendwann kommen auch die neuen Videos. Bis dann!